Amira, herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung Tango on Air. Herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir nimmst. Bitte, vielen Dank für die Einladung. Amira, wir haben gerade vor der Anmoderation ein Video gesehen, das während der Pandemie entstanden ist. Drückt dieser Humor einen Teil deiner Arbeit aus? Darf der Tango auch Spaß machen? Ja, also das sind vielleicht verschiedene Sachen. Eine ist, dass ich mich mit Humor irgendwie viel in Verbindung bin. Ich möchte gerne, dass die Leute lachen. Das finde ich eine große Kunst. Deswegen, ich habe selber kreiert eine One-Woman-Show mit Tango und Humor. Ein bisschen ironisch auch. Das ist auch ein bisschen mein Stempel sozusagen oder meine Art. Und die andere Seite als Lehrerin, ich möchte gerne, dass die Leute auch lernen, also auch in Ernst Tango, aber der Humor ist immer da, weil ich möchte ich denke, dass mit Lachen oder mit Freude besser lernen kann. Okay. Du sprichst deinen Unterricht an, also du gibst nicht nur Unterricht, sondern du bist auch Tänzerin, Coach und Tango-Künstlerin. Wie verbindest du diese einzelnen Elemente in deiner Arbeit? Also erstmal, ich bin Tango-Lehrerin. Ich fühle mich so in meinem Beruf am meisten als Lehrerin. Fühle ich mich ganz toll, sehr Vollgabe. Aber den Kunst kann ich nicht sagen, worum es kommt. Universum, Familie, keine Ahnung, was es mir inspiriert. Aber ich denke schon, dass ein großer Teil der Musik inspiriert mich sehr. Weil die meisten Stücke, die ich kreiert habe, das kommen wenn ich die Musik höre, dann kommt klack die Idee. Oder vielleicht Situationen auch im Leben um Tango. Das heißt, ich bin quasi eine Multi-Rollen sozusagen. Ich kann viele Sachen unterrichten, ich kann auch tanzen, ich kann auch coachen, ich kann auch Idee bringen für Tango. Amira, du kommst aus Buenos Aires, lebst derzeit im Hotspot Berlin und bist viel in Europa unterwegs. Wie erlebst du derzeit die Unterschiede zwischen den Kontinenten? Welchen Stellenwert hat der Tango in Europa aus deiner Sicht für die Argentinier? Es gibt Leute, die in Buenos Aires arbeiten können. Dadurch, dass ich mich entschieden habe, vor vielen Jahren nach Deutschland zu kommen und hatte schon die Idee, nach Europa zu kommen, weil ich wollte in Buenos Aires nicht leben. Dann habe ich gedacht, okay, ich komme nach Europa zu leben, weil sonst weiß ich, ich möchte gerne hier arbeiten. Und danach, als ich nach Buenos Aires zurückkam, das heißt, ich lebe jetzt in Buenos Aires wieder, von dort habe ich gedacht, okay, ich expandiere mich oder ich verbreite meinen Tango oder was ich von Tango denke, sozusagen meine Vorkenntnisse in der Welt. Weil ich persönlich finde, dass es in Argentinien sowieso sehr schwierig ist zu leben oder zum Arbeiten. Also unsere Arbeitskonditionen sind ziemlich schwierig. Und es gibt Leute auch, obwohl vielleicht auch schwierig ist, trotzdem auch dort leben wollen, arbeiten wollen. Und es gibt Leute, die tatsächlich wollen auch nicht in Buenos Aires, sondern in Argentinien leben. Und beziehungsweise irgendwo anders auch arbeiten. Okay. Ja. Zurück zu deinen Tango-Reisen. Also du bietest im Oktober und November 2022 Tango-Reisen an, nach Buenos Aires. Was erwartet die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf dieser Exkursion? Also auch noch zusätzlich, dass ich viele Sachen mache in meinem Leben. Ich biete auch eine Tango-Reise an. Ich finde meine Tango-Reise sehr, sehr, sehr toll, weil ich wirklich ein Konzept entwickelt habe. Und meine, ich weiß nicht, Erwartungen, aber vielleicht mein Wunsch oder mein Profil von Reise ist, dass die Leute fühlen sich wie eine Porteño, wie jemand, der aus Buenos Aires ist, nicht ein Fremder oder ein Tourist,
Natürlich kann man nicht vermeiden die touristischen Plätze, aber ich möchte gerne, dass die Leute erleben Buenos Aires wie einen in Anführungsstrich normale Mensch, nicht als Tourist. Okay, also dadurch, dass ich viele die Stadt viel kenne. Als Insider. Genau, viel kenne, kann ich die Leute in kurzer Zeit, hoffe ich, die Geheimnisse von der Stadt zeigen. In erster Linie, die Leute möchten natürlich tanzen. Und dann möchte ich gerne zeigen, wie man am besten tanzt in Buenos Aires. Ich bin einfach, wie sagt man, ich stolz, ich weiß nicht, wo das Wort ist, aber da habe ich eine große Anzug oder viel Herz dabei, Motivation ja. die Stadt Buenos Aires zu den Leuten zeigen. Also ja. Den Leuten Buenos Aires näher bringen als Stadt, genau. Aber natürlich auch in dem Zusammenhang mit dem Tango. Ja. Genau, natürlich. Mhm. Ja. Amira, wir sehen uns gleich noch ein Video an, das während deiner Show hier in Malajunta in Berlin aufgenommen wurde mit Patricie und Javier. Also im Rahmen des Embrace Tango Festivals ist das entstanden. Titel ist Sandwich Tangero. Bei dem Wort Sandwich kommen einem ja gleich verschiedene Assoziationen in den Sinn. Was ist die Idee dahinter? Ja, wie ich gesagt habe, ich habe viele Ideen. Meistens sind mit Humor und ein bisschen ironisch. Und auch eine zweite Sinn könnte sein. Wie gesagt, das sind Ideen, die mich einfallen. Ich kann nicht sagen, warum. Die Idee ist, dass es ein Mann zwischen zwei Frauen und jeder Frau. Das wünscht sich jeder Mann, ja. Ja, aber da kann man auch machen, jeder, also zwei Männer und eine Frau. Aber es ist ein bisschen schwierig. Das heißt, die Idee ist zu dritt und das kann man diese Idee auch ändern oder anders machen. Also die erste Idee war ein Mann, zwei Frauen und diese zwei Frauen repräsentieren zwei verschiedene Stile. Also einen ganz engen Stil, ein bisschen konservativer oder enger Stil und die andere Frau repräsentiert die Stil ein bisschen so offene Umarmung und viele Figuren und Ganchos, Voleos und Soldadas bedeutet, dass sie außer Armung ist und etc. Und der Mann ist dazwischen diese Frauen, aber könnte sein, dass sich der Mann auch zwischen zwei Stilen nicht entscheiden konnte. Herzlichen Dank, liebe Amira, für die Einblick in dein Tango-Leben. Und wir freuen uns jetzt auf das Video mit dir, Patricie und Javier.